Hallo und herzlich willkommen bei Stempeln in Aachen. Mein Name ist Sabine. Immer wieder mittwochs, die Januarverlosung steht noch aus. Zu gewinnen gibt es das aktuelle Stempelset Simply Sparkling aus den exklusiv Online-Angeboten. Ihr wisst, die gibt es nur online, sagt der Name ja schon. Nein, nein, ihr könnt sie auch bei uns Demonstratoren direkt bestellen. Aber es gibt sie in keinem Druckwerk, in keinem Katalog oder Flyer. Zum 1. März kommen jetzt auch nochmal neue Angebote. Ich kann euch versprechen, die sind auch sehr, sehr schön. Ein paar habe ich schon. Ich muss aber noch Beispiele damit machen. Also, aber das tut jetzt nichts zur Sache. Zu gewinnen gibt es dieses Stempelset. Und dazu könnt ihr auch Stanzen kaufen, bestellen, wie auch immer. Aber zu gewinnen gibt es das Stempelset. Bietet sich jetzt, finde ich, fürs Frühjahr, Sommer auch super an. Mit der Dose, den Früchten, hier diese Bubbles, diese Luftbläschen. Also, ich wünsche euch viel, viel Glück. Zu immer wieder mittwochs noch kurz. Ich gebe Wochenchallenges auf. Und ihr schickt mir dazu Karten an die unten eingeblendete Adresse zu. Am zweiten Mittwoch des Folgemonats verlose ich dann. Die erste Challenge im Februar war vergangene Woche, Kartenthema. Und nächste Woche geht es dann mit dem Kreativ-Bingo und danach dem Kartensketch also weiter. Im Januar hatten wir einen Mittwoch mehr, das heißt, ihr hattet auch noch eine Farb-Challenge. Ich fange jetzt mal einfach an. Wir haben auch noch eine Karte aus Dezember. Das ist diese. Die ist von der Barbara aus Modena. Die kommt ja meistens ein bisschen später, die Karte, weil die Post aus Italien ja ein bisschen länger braucht. Also, das war der Kartensketch aus Dezember. Ganz lieben Dank, Barbara. Sehr, sehr schön. Und dann fangen wir an mit Januar. Kartenthema war versteckte Botschaften. Entweder Grüße, Bildchen oder auch als Gutscheinkarte gearbeitet. So wie hier von der Alina aus Murnau. Hier ist perforiert. Da kann man also etwas hineinstecken. Da hinten steht auch noch Geburtstagsgruß mit guten Wünschen, hat sie reingestempelt. Und der Empfänger kann das nachher aufreißen und sieht dann, was dahinter versteckt ist. Ganz lieben Dank, Aline. Von der Angelika aus Weiher haben wir diese Funfold-Card. Und da ist die versteckte Botschaft hier. Also da lässt sich jetzt noch was draufschreiben auf dieses Tag. In Blautönen und dann dazu als Kontrast in Grün die Blätter. Ganz lieben Dank, Angelika. Von der Annette aus Winsenluhe kommt die Geburtstagskarte in Wilder Weizen und Malve. Und da haben wir hier die Botschaft versteckt mit den Vögelchen. Die kann man so wieder schließen. Sehr, sehr schön auch von der Klapptechnik. Ganz lieben Dank, Annette. Von der Birgit aus Landau dieses niedliche Kärtchen mit dem Klappbär. Willkommen, süßes Bärchen. Blümchen hier nochmal aufgeklebt, hier die ganzen Ausstanzungen und innen drin das Bärchen dann auch nochmal wiederholt. Ganz lieben Dank, Birgit. Weiter geht es bei der Brigitte aus Rostock. Sie hat hier auch etwas zum Aufreißen mit dem neuen Stanzenset aus dem Mini-Katalog. Da ist die Botschaft auch wieder hier hinter. Schönen Geburtstag hier öffnen und innen drin gibt es auch noch die Tochter. Ganz lieben Dank, Brigitte, auch für die ganzen anderen Karten. Ich habe mich sehr gefreut. Die gehen natürlich auch mit
zu dem jeweiligen guten Zweck zum Verkaufen. Dann geht es weiter beim Christian mit der ersten Karte. Da haben wir das Designerpapier mit den Wolken und hier können wir diese kleinen Sterne, können wir hier rausziehen. Kleines, großes Glück. Dazu auch nochmal die facettierten Glitzersterne, aufgesetzte Wolken, umgeklappte Ecke. Sehr, sehr hübsch. Ganz lieben Dank, Christian. Und dann habe ich von ihm noch die zweite Karte. Und da kann man hier wieder aufreißen. Da ist die Botschaft hinter. Dazu die Gänseblümchen und das dazugehörige Designerpapier. Vielen lieben Dank, Christian. Von der Christiane aus Olpe haben wir eine Karte Alles Liebe. Hier vorne aufgesetzt noch diese kleinen Gummiteilchen hier zum Öffnen. Und hier ist Platz für einen Gutschein oder ein Einsteckkärtchen. Tastendesignerpapier, sehr, sehr hübsch. Ganz lieben Dank, Christiane. Von der Ellen aus Schneeberg eine Osterkarte. Und hier kann man das Ei zur Seite drehen. Und dann kommt das niedliche Küken zum Vorschein. Das ist dann auch nochmal gewischt, das Ei, damit man da ein bisschen Kontrast hat. Ganz lieben Dank, Ellen. Von der Gerda aus Altenstadt kommt diese etwas größere Karte. Da habt ihr, das sieht man direkt auf Anhieb, schön, dass es dich gibt, das Tag zum Herausziehen. Und dann ganz viele verschiedene Kleinigkeiten aufgeklebt, unterschiedliche Designerpapiere, hier auch nochmal embossed. Ganz lieben Dank, innen drin auch noch gestaltet. Vielen lieben Dank, Gerda. Von der Heidrun aus Kirn wird hier geöffnet, ziehen, alles Liebe zum Muttertag. Schön, oder? Mit den Schmetterlingen. Das zum Muttertag ist ausgestanzt und aufgeklebt. Ganz lieben Dank, Heidrun. Und von der Heidrun noch die zweite Karte. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir keinen Schatten drauf werfen. Seht mal, zum Aufziehen. Galaktische Glückwünsche. Suche abgeschlossen. Im ganzen Universum gibt es niemanden, der so toll ist wie du. Für dich. Hier kommt auch nochmal der Astronaut und die Rakete. Und innen drin nochmal wiederholt. Sehr, sehr schön. Ich finde das Papier ja auch so cool. Es ist schon von der Farbkombi krass, ne? Aber es wirkt super. Danke, Heidrun. Dann ist die Jutta dieses Mal auch wieder dabei. Da freue ich mich natürlich ganz besonders. Ich hoffe, es geht dir wieder besser. Von der Jutta aus Bonn die Gatefold Card. Ebenfalls mit den Gänseblümchen. Ganz lieben Dank, Jutta. Von der Margarete aus Leverkusen. Margarete, ganz lieben Dank auch für die ganzen Briefmarken, die du schon auf die Umschläge geklebt hast. Und natürlich die Karten. Sicher gebe ich die weiter für den guten Zweck. Waren doch tolle Karten. Die können die ganz, ganz gut brauchen. Wir haben hier einmal die kleine Eule. Beobachtet die. Die kann fliegen, wenn ich mich nicht zu blöd anstelle. So, tück. Ihr seht. Und dann lässt sich diese Karte auch nochmal zusätzlich öffnen. Also über Magnet lässt die sich jetzt auch wieder zurückschieben. Dann macht sie mal kurz einen Salto. Schöne Idee, ne? Ganz lieben Dank, Margarete. Von der Mechthild aus Lörzweiler, die Vögelchen hier vorne zum Geburtstag, 12 Monate Glück, 52 Wochen Freude und 365 wunderbare Tage. Auch sehr hübsch. Innen drin das Papier nochmal wiederholt. Ganz, ganz lieben Dank, Mechthild. Dann machen wir weiter bei der Nadine. Auch bei der Nadine mit der Stanze und den perforierten Linien, sodass man also dann hier
öffnen kann. Schön, dass wir uns haben in Grün und Rot. Ganz lieben Dank, Nadine. Von der Steffi aus Bräunlingen, die niedlichen Igel. Was habe ich gehört? Na, da sag ich nur. So, Faden aufwickeln. Und dann haben wir hier auch noch herzlichen Glückwunsch und dass viele deine Wünsche wahr werden. Schön, oder? Vielen lieben Dank, Steffi. Von der Susanna aus Friesenheim. Alles Gute zum Geburtstag. Und da könnt ihr hier aufdrehen. Und dann kommt auch noch die Geburtstagstorte zum Vorschein. Da haben wir hier Wildleder kombiniert mit Celadon, glaube ich. Sieht toll aus. Ist sowieso eine super Kombi. Innen drin mit Einleger, der Hintergrund Holzoptik geprägt. Ganz lieben Dank, Susanne. Und dann haben wir die letzte Karte hier beim Kartenthema. Grüße mit Versteck, gute Reise durchs neue Lebensjahr. Ich kann das jetzt nicht ganz aufmachen, weil dann die Perforierlinien kaputt gehen. So. Aber ich versuche euch das so gut es geht zu zeigen. Da ist also das gestempelte Segelboot im Hintergrund. Also das ist keine Perforierlinie, ist eine Stanzlinie. Wenn ich die aber richtig aufklappe, dann schließt die Karte nachher nicht mehr. Das wäre ja wirklich schade. Die ist von der Ulrike aus Waldbröl. In Naturtönen gehalten und dieses Sprossenfenster in Rund wie ein Bullauge. Das ist super. Innen drin nochmal das kleine Herzchen. Ganz, ganz lieben Dank, Ulrike. Dann sind wir schon bei der zweiten Challenge. Die zweite Challenge, das war das Kreativ-Bingo. Mein Zettel ist ein bisschen geknickt. Ja, verzeiht mir das hoffentlich. Hat irgendwie ein bisschen schief hier gelegen. Wir hatten rosarot geprägt, Frühling, Transparentpapier, Buchstaben, Perlen, Kordel, Alkoholfarben und ohne Stempel. Und jetzt kommt das, was ihr daraus gemacht habt. Von der Aline aus Murnau habe ich diese Karte. Buchstaben, keine Stempel und rosa. Das sieht man auf Anhieb, oder? Vielen Dank, Aline. Ganz lieben Dank, sehr schön. Dann kommt von der Angelika aus Weiher. Da haben wir ohne Stempel, Perlen und Frühling. Zusätzlich kommt da auch noch geprägt. Aber wir lassen das mal, weil das die Reihe gibt. Ganz lieben Dank, Angelika. Weiter geht es bei der Annette mit zwei Karten. Ganz unterschiedlich, aber natürlich passend zur Challenge. In rosa Tönen die linke, die rechte deutlich geprägt, Frühling und Perlen. Ganz lieben Dank, Annette. Bei der Bettina haben wir auch den Frühling und geprägt, rosa-orangetöne. Wir wünschen dir alles Glück der Welt. Ganz lieben Dank, Bettina. Bei der Birgit in Landau, da habe ich mich gefreut, da haben wir meine Technik, diese Fliesentechnik, Teiltechnik. Da werden zuerst diese Falzlinien gezogen, die wirklich aussehen wie ein Fliesenboden und dann wird darüber gestempelt und gewischt. Und dadurch, dass die Falzlinien ja vertiefter sind, nehmen die Farbe nicht so an. Und dann sieht es wirklich aus wie Fugen. Die Birgit hat hier auch noch mit Embossingpulver das Ganze verstärkt. Dadurch glänzt das auch noch. Ein kleines Dankeschön. Hier ist noch Transparentpapier. Vielen lieben Dank, Birgit.
von der Brigitte in Rostock. Da kommen die Frühlingsschmetterlinge. Hallo in Rosa. Ganz lieben Dank. Die Caroline in Eschhofen hat eine Osterkarte beigesteuert mit dem, das ist wirklich ein gemaltes Hühnchen, Küken auf Aquarellpapier. Ist dir wirklich gut gelungen, auch schön mit diesen Verläufen, Schnabel, Schwänzchen. Super, ganz lieben Dank. Beim Christian haben wir zwei Karten. Ein bisschen hochschieben. Frühlingsblumen, einmal die Gänseblümchen ausgestanzt, einmal die Stiefmütterchen gestempelt und gestanzt, Transparentpapier geprägt. Sehr, sehr schön. Das Band ist ja cool, das sieht ein bisschen aus wie Frotti. Sehr hübsch. Und dann nochmal die kleinen Herzchen aufgeklebt. Ganz lieben Dank, Christian. Von der Christiane aus Olpe haben wir nochmal eine Karte, die diagonal getrennt ist hier vorne. Gesprenkelter Hintergrund oben, geprägter Hintergrund unten. Fühl dich gedrückt. Darauf die sehr schön kolorierten, ausgestanzten Tulpen. Ganz lieben Dank, Christiane. Und von der Claudia aus Remscheid, die Katze, die liegende Katze, das war ein tolles Stempelset, fand ich, für einen Hundeliebhaber, aber ich fand das Stempelset auch sehr schön. Happy Birthday, sehr wild im Hintergrund, auf pink gestempelt, hier auch nochmal die Kordel, vielen lieben Dank, Claudia. Die Ellen aus Schneeberg hat nochmal ein Osterkärtchen, auch in rosa-pink-Tönen, kleine Schmetterlinge, der niedliche Hase, der durch die Blumenwiese hoppelt. Vielen lieben Dank, Ellen. Von der Gerda aus Altenstadt eine quadratische Karte. Hier die aufgezogenen Perlen, sehr, sehr schön. Designerpapier, Transparentpapier geprägt. Innen drin auch noch ein bisschen gestempelt. Ganz lieben Dank, Gerda. Von der Heidrun in Kirn, vielen Dank für alles mit der senkrechten Unterteilung, die hübschen Äste im Hintergrund, innen drin, dann nochmal der Streifen, sehr, sehr schön, danke Heidrun. Von der Jutta aus Bonn, herzliche Glückwünsche, hier auch nochmal mit dem Fädchen, die Blumen vorne drauf, ganz lieben Dank Jutta. Bei der Margarete aus Leverkusen öffnet sich eine Transparentpapierklappe. Hier kommt der Geburtstagsgruß, im Hintergrund noch die hübschen Blüten. Hier vorne dreifach gefaltet. Ganz lieben Dank, Margarete. Von der Mechthild aus Würzweiler eine Gatefold-Card. Da haben wir hier. Die aber innen drin auch noch mal ganz toll unterteilt ist, was man natürlich jetzt auf dem Video wieder nicht, könnt ihr das sehen? Doch, man kann es sehen, ne? Hier vorne haben wir zum einen diese Mittelfaltung und hier in dem mittleren Bereich dann diese dreifache Aufteilung mit Osterglocken. Ganz lieben Dank, Mechthild. Von der Nadine aus Amberg. Pinke Blumen, vielen Dank. Hier unten die Fähnchen, der Schmetterling. Und dazu kombiniert Kieselgrau. Das beruhigt das Ganze ja ein bisschen, ne? Ganz lieben Dank, Nadine. Von der Nicole. Nur für dich, da sind auch noch mal kleine Blätter an den Buchstaben dran, sehr schön gestempelt auf Transparentpapier innen drin, dann auch noch mal die Schmetterlinge und Herzchen wiederholt. Vielen Dank, Nicole. Bei der Steffi aus Bräunlingen haben wir den
grinsenden Seehund. Kleiner Schatz, willkommen. Schön, oder? Mit dem Sternenkranz. Vielen Dank, Steffi. Von der Susanna aus Friesenheim. Das Teck davor, das ausgestanzte Laub. Das ist ja kein Laub, das ist so ein Kräuterast zum Geburtstag, Schmetterling. Und hier ist auch noch Transparentpapier drauf. Ganz lieben Dank, Susanne. Und dann bildet wieder die letzte Karte, hat die Ulrike. Danke, ausgestanzt Perlen und Herzchen, rosa kombiniert mit Craftpapier und innen drin auch nochmal die Herzchen wiederholt. Wirkt sehr, sehr schön. Ganz lieben Dank, Ulrike. Ihr Lieben, das war jetzt das Kreativ-Bingo. Weiter geht es mit der Farbchallenge. Die schiebe ich ja immer zwischendurch ein. Also vor den Kartensketch. Erstmal die Farben. Die Farben waren ja ein bisschen wild, ne? Das sind InColor 2022 bis 2024. Also die, die jetzt auch demnächst das Programm verlassen. Kleiner Werbeblock. Denkt dran, wenn ihr Stempelkissen habt, dass ihr euch die Nachfüller und den Farbkarton besorgt. Sonst wird es wieder eng, weil es die wieder nicht mehr gibt. Karibikblau, Orchideenlila, Papageiengrün und Sommersorbet. Die vier hätte ich gerne. Ich hatte auch Rückmeldungen, dass es nicht so einfach war. Naja, es kann nicht immer alles einfach sein. Ne? Wenn ihr die SU-Farben nicht habt, das wisst ihr ja, dann nehmt ihr Töne, die da bei euch bei den Stempelkissen passen. So wie hier bei der Angelika. Da oben, das ist kein Sommersorbet, aber das macht gar nichts aus, weil das ist halt dieser etwas rötlichere Ton. Alle anderen passen perfekt. Aufgesetzt in Schwarz. Der Ass, besten Dank, lieben Dank, Angelika. Von der Annette, da haben wir hier diesen Reiter und darauf dann die Blümchen in den vier Farben. Alles Liebe zum Geburtstag, geprägter Hintergrund, ganz, ganz lieben Dank, Annette. Und die zweite Karte von dir. Noch kontrastreicher wegen des Schwarz. Hoch sollst du leben, heute ist dein Tag. Das ist schon enorm, ne? Wie der Unterschied dann da. Also, gleiche Farben, nur mit dem Schwarz verstärkt. Enorm. Ausgestanzt, dann ist das Grün von hinten und dann die Blüten nochmal als ausgestanzte Blüten aufgeklebt. Ganz lieben Dank, Annette. Von der Bettina. Die Bettina war die Farben vorgeschlagen hatte, also beschwert euch bei ihr. Haben wir hier die Luftballons mit dem Tech Hallo. Finde ich sehr, sehr schön. Dankeschön, Bettina. Von der Birgit aus Landau. Gestanzt die linke Seite und dann ganz niedlich Hitze embossed hier. Kiwi, Pinguin und Fuchs. Love comes in all shapes and sizes. Herzchen dazu, die auch noch ein bisschen beglimmert. Ganz lieben Dank, Birgit. Bei der Brigitte habe ich die Karte schon zweimal falsch rumgehalten. Wieder ein Jahr älter, na und? Du bist und bleibst umwerfend. Mit der Magnetverschlusskarte. Hier sind übrigens überall noch Lackperlchen, innen drin das Vögelchen wiederholt. Tück. Ganz lieben Dank, Brigitte. Vom Christian aus Frankfurt die quadratische Karte. Im Hintergrund die geprägten Kreise. Der gewischte Kreis in der Mitte, darauf die kolorierten Blumen. Alles Gute zum Geburtstag. Matte Perlen. Und innen drin dann auch nochmal das Blumenmotiv wiederholt. Vielen lieben Dank, Christian. Dann die zweite Karte von dir in der Farbchallenge. Mit den ausgestanzten Blümchen auf den Ast geklebt.
unterschiedliche Rähmchen, davon der eine auch nochmal bestempelt. Ich bin immer verblüfft, aber nie überrascht davon, wie lieb du bist. Ganz herzlichen Dank. Von der Christiane aus Olpe. Pflaster, gute Besserung, schöne Idee. Auch mit den Herzchen nochmal und da auf das gestreifte Hintergrundpapier. Unser hysterischer Nachbarshund. Vielen lieben Dank, Christiane. Von der Claudia aus Remscheid. Wunderbar mit jedem Jahr und dazu die kleine Schneidemaschine, die Schere, Lineal im Hintergrund, innen drin nochmal wiederholt. Ganz lieben Dank, Claudia. Von der Ellen aus Schneeberg, gerissen hier vorne, gewischt, gestempelt, mein Gott, ganz viele verschiedene Techniken hier, auch nochmal Hitze embossed. Dann die Schmetterlinge aufgesetzt. Vielen lieben Dank, Ellen. Von der Gerda aus Altenstadt die Ballons. Ja, diese grellen Farben, da passen Ballons schon schön zu. Ne? Das ist super. Die Luftschlangen im Hintergrund, Happy Birthday. Und die Ballons sind aus Glitzerpapier. Danke, Gerda. Von der Heidrun aus Kirn auch nochmal Ballons. Zum Strauß zusammengefasst. Ballonstrauß? Ich weiß es gar nicht. Silberne Kordel hier vorne. Herzlichen Glückwunsch, das Fähnchen geprägt. Danke, Heidrun. Bei der Jutta, da haben wir hier unten mit dem Schwämmchen in Schwarz gestempelt der Hintergrund. Dadurch wirkt das mehr grau als schwarz und dann statt Ballons farbige Kreise. Leben ist das mit den Farben, nicht das Graue. Das finde ich einen sehr weisen Spruch. Danke, Jutta. Von der Margarete aus Leverkusen. Der diagonal gestreifte Hintergrund, der ist geklebt. Ne? Das ist kein Designerpapier. Man fühlt das, wenn man darüber geht. Ne? Sehen tut man das so nicht. Ist toll gemacht, ganz präzise, wunderbar. Feier schön hier unten nochmal das kleine Kerzchen. Die Blumen dazwischen noch mal ein paar Dots. Sehr, sehr schön. Ganz lieben Dank, Margarete. Von der Mechthild aus Lörsweiler. Hier gehen die Farben wunderbar ineinander über. Das ist mit einer Schablone gemacht, gewischt. Das ist toll. Finde ich, man sieht die Übergänge kaum und trotzdem ist man auf einmal von Lila in Rosa. Das ist super. Ich sende dir ein Lächeln hier unten mit diesem wunderschön geschliffenen Steinchen. Ganz lieben Dank, Mechthild. Weiter geht es bei der Nadine aus Amberg. Geprägter Hintergrund, diese Sonnenstrahlen und liebe Grüße von Herzen darauf, die Herzen dann halt auch gestanzt und zweifach aufgeklebt. Danke, Nadine. Bei der Nicole kommen nochmal die Ballons. Hier ist der Hintergrund geprägt mit Geburtstagsgrüßen und dann darauf die Ballons in den vier Farben, zusätzlich noch Glitzer, Silber, da unten steht noch Party. Vielen lieben Dank, Nicole. So, weiter geht es bei der Steffi, da haben wir Zirkus. Alles Liebe für dich mit Zelt und hier unten das Zebra. Sehr schön, auch so schön farbig. Auf Aquarellpapier gestempelt und koloriert. Danke, Steffi. Letzte Karte von der Ulrike aus Waldbröl. Die Gänseblümchen, jedes Blütenblatt ist wie ein Glücksgedanke. Schön gestempelt, koloriert ein bisschen. Der Hintergrund hier geprägt. Vielen Dank, Ulrike. Dann haben wir jetzt die letzte Challenge. Der Kartensketch. Ich habe ihn schon hier hingelegt. Ich nehme jetzt auch mal die letzten Karten. So, und ich habe hier... Aline, ich habe ein Problem. Ich habe von dir eine Karte übrig. Also die passte nicht in die Farbchallenge. Da musste ich sie dann rausnehmen. Jetzt ist sie noch da.
Ich tue die jetzt hier mit in den Kartensketch. Das kommt einigermaßen hin. Dann haben wir also von dir zwei Karten im Kartensketch. Könnt ihr das sehen? Ein Theater. So. Da hatten wir also eigentlich recht einfach zum einen das Stempelmotiv oder Stanzenmotiv mit einer Schleife und dann daneben an einen Text nochmal in irgendeinem grafischen Objekt. Das war der Kartensketch. So, das ist die Karte zum Kartensketch von der Aline in Murnau. So, das ist auch die Karte, die so gekennzeichnet ist. Wir haben hier den gewischten Hintergrund, das hatte ich erklärt. Wenn man ein Papier auflegt und von diesem geraden Rand aus auf dann den Kartenhintergrund wischt und das Papier dann jeweils verschiebt, dann erhält man solche gestreiften Hintergründe. Hier halt, dann hat sie auch nochmal um 90 Grad gedreht und man enthält dann auch diese Diagonalen, je nachdem wie man also das Papier dann anordnet. Hier haben wir die niedliche Karte mit Blümchen, hab gerade an dich gedacht, dazu ein bisschen gesprenkelt und die Glitzersteine, ganz lieben Dank Aline. Und jetzt kommt also die zweite Karte von dir, da haben wir Steffis Herz. Und dazu dann ausgeschnittene, angeordnete Blüten. Mein Lieblingsmensch, sehr schön, auch mit dem Herzhintergrund. Passt perfekt zum heutigen Valentinstag. Ganz, ganz lieben Dank, Aline. Von der Angelika aus Weiher. Drehen wir sie auch richtig rum. Alles Liebe zum Geburtstag. Geprägter Hintergrund, darauf das momentane Designerpapier. Elegante Designerpapier, heißt das Naturdruck? Ich bin mir gerade nicht sicher. Dazu gehört auf jeden Fall unter anderem das Stempelset mit den Kakaoschoten. Ich finde, das ist verrückt, oder? Mit diesem Vanille-Kakao und was ist das dritte? Mandelblüten. Sowas hatten wir noch nie. Ich finde das echt schön. Ganz lieben Dank, Angelika. Von der Annette zwei Karten. Zur Konfirmation einmal grün, einmal blau, aber ich mache sie doch nacheinander, weil die im Querformat doch ein bisschen mehr Platz wegnehmen. Mit Fisch und Taube, Gottes Segen zur Konfirmation. Innen drin dann nochmal der Fisch wiederholt und hier auch nochmal ein kleiner Umschlag für Geld. Hatte ich schon mal die Geschichte mit dem Geld bei meiner Kommunion erzählt? Das sprengt den Rahmen, aber alle Kinder haben Geld bekommen, ich auch. 5 Mark. Alle Kinder hatten, ich weiß nicht wie viel, ich hatte 5 Mark, aber ganz tolle Geschenke und dabei wollte ich mir doch Disco-Roller kaufen. 5 Mark, naja. Aber so komisch, ne? Da war ich wie alt? 10? Aber das bleibt einem bis ins greise Alter erhalten, solche Geschichten. Gottes Segen zur Konfirmation. Auch hier nochmal die Fische mit der Taube. Andere Farbkombination. Innen drin auch der Umschlag. Finde ich sehr, sehr schön. Vielen lieben Dank, Annette. Bei der Bettina aus Elmshorn. Da geht es diesmal um Pinsel. Zum Glück gibt es dich. Die Lochwand im Hintergrund. Die ist cool in dem Stempelset, in dem Produktpaket mit den ganzen Handwerkermotiven, finde ich auch. Ganz lieben Dank, Bettina. Von der Birgit aus Landau haben wir die Gänseblümchen. Der Hintergrund geprägt, Geburtstagsblumen für dich. Hier vorne die Schleife, ganz lieben Dank, Birgit. Von der Brigitte aus Rostock in Wasserfarben. Der Hintergrund auch gewischt. Das fällt kaum auf, aber das ist auch mit dieser Papierwischtechnik. Hier vorne die dicke Schleife aus Satinband.
die Blumen dahinter, hier hinter auf Transparentpapier embossed. Vielen lieben Dank, Brigitte. Vom Christian aus Frankfurt die Shaker Card. Haben wir hier dieses Ballonelement. Da drin die Pailletten, hoch sollst du leben, facettierte Glitzersteinchen. Ganz lieben Dank. Von der Christiane aus Olpe auch der gewischte Hintergrund. Ihr seht, hier wirkt der ganz anders. Sie hat viel enger dann noch gewischt und dann hat man eine ganz andere Optik. Seht mal. Nochmal von der Aline aus Monau die Katzenkarte. Und ne, sie hat, die Christiane hat hier diesen Papierstreifen viel öfter und dichter aneinander gelegt. Und schon wirkt es ganz anders. Ganz lieben Dank, ihr beiden. Liebe und Gedanken bleiben für immer als Trauerkarte. Sehr schön angelegt mit den facettierten Steinen. Ganz lieben Dank, Christiane. Weiter geht es bei der Gerda aus Altenstadt. Gerissen hier vorne und geprägt. Das wirkt ganz toll. Der Hintergrund bestempelt mit dem Rasterstempel. Jetzt auch wiederum aus dem neuen Mini-Katalog, darin zum gleichen Stempelset gehört auch hier dieser Zweig, den hat sie aus Transparentpapier gestanzt, glänzende oder glitzernde Kreisausstanzungen. Vielen lieben Dank, Gerda. Bei der Heidrun haben wir ein bisschen Karneval, ist ja gerade vorbei, heute ist Aschermittwoch, ne? Zum Geburtstag, aber das ist wunderschönes Motiv, finde ich, oder? Aus lauter verschiedenen Stanzteilen. Super, sehr, sehr schön. Ganz lieben Dank, Heidrun. Von der Jutta aus Bonn, vielen Dank. Mit den Pfirsichen ausgestanzte Blüten in Grün- und Aprikottönen. Sehr, sehr schön, ganz lieben Dank, Jutta. Eine sehr, sehr klassische Karte hier von der Margarete aus Leverkusen. In dem Dunkelgrün hier die ausgestanzte Bordürenranke, der Farn gestempelt. Beste Wünsche und viel Glück. Nach oben zu öffnen, hier auch nochmal die facettierten Steine. Ganz lieben Dank, Margarete. Von der Mechtelt aus Lötzweiler, ich denke an dich. Hier unten die Blüten, da ist auch nochmal ein Herz aufgeklebt. Geprägter Hintergrund aus einem Glanzpapier. Sehr hübsch. Dankeschön, Mechtelt. Dann kommt die Nadine aus Amberg wieder in Rot- und Violetttönen. Blumenranke hier, kariertes Hintergrundpapier. Dazu dann die Steinchen. Für die Zukunft viel Glück und mehr. Ganz lieben Dank. Die Nicole aus Nettetal hat von Herzen hier auch nochmal diesen Herzreigen aufgeklebt, die gedudelten Seitenränder. Vielen lieben Dank, Nicole. Bei der Steffi geht es weiter. Steffi aus Bräunlingen. Die Glückspost für dich mit den Glücksschweinchen. Hier vorne wieder das schöne Glanzband, der Faden. Hier hinten gesprenkelt die Herzchen. Vielen lieben Dank, Steffi. Und die allerletzte Karte, die kommt von der Susanne aus Friesenheim. Den gestrichelt geprägten Hintergrund, dieses Laubrelief, das ist ja sehr, sehr schön. Finde ich, kann man immer und zu allen Gelegenheiten brauchen. Ich gebe meins auch nicht ab, das ist super. Und dazu dann in Grün- und Beige-Tönen die Früchte und Äste gestempelt. Hier unten dann auch die kleine Schleife. Alles Gute für die Zukunft voller Liebe. Sehr, sehr schön. Innen drin nochmal wiederholt, dezent gestempelt. Vielen lieben Dank, Susanne. Ja, das ist es gewesen, ihr Lieben. 82 Karten, wenn ich mich nicht verzählt habe. Aber da ich das hier mit einer Liste mache, Excel-Liste, sollte das stimmen. Eine Karte noch aus Dezember, alle anderen Januarkarten. Ganz herzlichen Dank für eure Beteiligung. Ich freue mich immer wahnsinnig über die ganzen Umschläge. Ich weiß nicht, was unser Briefträger immer so sagt. Der sich auch so freut, weiß ich nicht.
Am Anfang habe ich gedacht, oh, diesen Monat kommen gar nicht viel. Aber ihr habt mich dann zum Ende der Woche dann doch noch überrascht. Und da ich diese Woche ja aufgrund von Karneval so spät bin, sind auch die Karten von Dienstag sogar noch reingekommen. Da kam gestern nämlich noch eine, ich glaube von der Caroline, ne? Naja, auf jeden Fall ist sie mit drin. Und also 82 Karten, ganz herzlichen Dank. Jetzt geht's ans Verlosen. Ich wünsche euch viel, viel Glück zu gewinnen. Ich lege das nochmal hier hin. Das Simply Sparkling Stempelset aus den Exklusiv-Online-Angeboten. Los geht's! Gut, und der Gewinner, die Gewinnerin stehen fest. Random hat ermittelt. Seht mal, es ist die Karte 12. Die Karte 12 ist aus dem Kartenthema. Das ist diese Karte gewesen. Die übergroße Klappkarte hier mit dem Tick. Innen drin auch noch mal ein bisschen designt. Und diese Karte ist von der Gerda aus Altenstadt. Liebe Gerda, ich hoffe, du freust dich. Das Stempelset kommt in den nächsten Tagen per Post. Adresse habe ich ja, muss ich noch mal raussuchen aus den Umschlägen, aber die habe ich. Also ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, das Set gefällt dir. Du kannst es brauchen. Du hast es noch nicht. Allen anderen nochmal ein herzliches Dankeschön für euer Mitmachen. Nur dadurch lebt so eine Challenge. Und wir machen das ja jetzt doch schon ein paar Jahre länger. Also super, vielen lieben Dank. Wir sehen uns nächsten Mittwoch zum Kreativ-Bingo im Februar. Bis dahin erholt euch von den Karnevalsnachwehen und eine wunderschöne Woche. Macht es gut. Tschüss. I am in control. I am watch the gold.